Jo. Jedes Mal, wenn ich meinen Test starte, baut sich alles irgendwie einmal komplett neu auf. Ich weiß leider nicht, woran das liegt. Es ist auch nur beim Aufnehmen, also es wird irgendwie damit zusammenhängen. Mauspad hier rüber. So. Entschuldigung, da bin ich wieder. Ja, also mit dem Neuaufbauen, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Aber egal, heute gibt es tatsächlich mal einen Plan. Dazu muss ich aber eben einmal noch kurz auffüllen hier. So. Ham, ham, ham. Und dann, wir brauchen auf jeden Fall. Da, 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 dam, da, 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 dam. Ich bin gerade überlegen, welchen Stein wir für den Boden nehmen, aber das kann man immer noch entscheiden. Wir brauchen auf jeden Fall Holz. Apropos, kurz mal, ich wollte ja noch zeigen. Ist jetzt hier so ein bisschen abgesperrt alles. Man sieht es hier so ein bisschen an den Texturen, da haut's nicht hin. Was ist denn hier mit der Maus wieder? Ja, man sieht es hier so ein bisschen unterschiedlich. Der Seite, da passt's. Wenn ich die drehe, passt's hier nicht. Aber hier, also, ja, ist aber nicht weiter tragisch. Entscheidend ist, dass man hier halt so ein bisschen so einen Eingang hat. Hier unten. Jetzt ist es hier auch vernünftig beleuchtet. Hier oben die Plättchen, die habe ich jetzt alle mal richtig gedreht. Habe ich letztes Mal beim Aufnehmen gar nicht gemerkt, dass die alle so ein bisschen versetzt waren. Aber das haut jetzt zu weit hin hier. Hier kommt man dann auch runter. Hier ist alles schön zu, so wie sich das gehört. Ich habe gerade 11 FPS. 12 FPS? 19? Ein, naja, was auch immer. Ja, hier ist dann der Abgang. Hier ist dann der Weg und das war ja soweit schon klar. Dann, oh, was sieht man denn da hinten? Gehen wir mal eben schnell hin. Hier ist jetzt auch soweit fertig, das war ja letztes Mal schon da. Hier entsteht ein neues Häuschen. Ja, ich weiß, das andere ist noch nicht komplett eingerichtet, aber nichtsdestotrotz baue ich hier. Man erkennt es vielleicht so ein bisschen, das standardisierte Farmhaus, das ich damals in Minecraft gebaut hatte. Vom Stil her ist das hier identisch. Es ist halt hier hinten, hat noch so eine kleine Extra-Ecke dran. Können wir eigentlich mal eben ganz schnell ordentlich machen hier. So, da kommt dann nämlich der Boden rein. Und da ja nun in meinem Test es so ist, dass da so ein bisschen die Slabs anders positioniert werden können. Es gibt diese Päckchen, die man setzen kann. Von daher wird das alles ein bisschen anders aussehen. So. Vor allen Dingen kann man dann von innen hier auch quasi diese Säulen, dass man die nicht von innen hat, dass man die wirklich nur von außen sehen kann. Aber da muss ich mal schauen, wie ich das im Detail machen werde. Auf jeden Fall brauchen wir erstmal Holz. Ah, dazu habe ich ja die Holzfarm, die Baumfarm da hinten mal eingerichtet. Da gehen wir jetzt mal schnell eben hin. Holen ein bisschen Holz und dann geht es dann mit dem Bauen dann auch mal ein bisschen weiter. Ja. So. Bin ein bisschen rumgelaufen hier mal, so aus Spaß an der Oberfläche. Hab da jetzt aber nicht irgendwie groß was gemerkt. Also, die Mobs, die scheinen tatsächlich nur irgendwie unterirdisch zu sein. Wird sich alles zeigen, was da jetzt dann noch kommt demnächst. Es ist ja angekündigt, die neue Minetest-Version jetzt zum 24. Dezember oder so in dem Dreh. Das wird sich zeigen. Da soll ja irgendwie so ein Fest sein, was dann so Leute feiern und wo es dann irgendwie die Leute sich gegenseitig irgendwelche Dinge geben. Ich weiß es ja nicht, ich kenne mich da nicht aus mit sowas, ne? Ja, jetzt weiß ich wieder nicht, was zu erzählen ist. So ein bisschen Feedback. Ich habe da so, ja, meine beiden, die da immer kommentieren. Finde ich super und keiner von denen hat es gemerkt. Deswegen werde ich es auch in dieser Folge nicht erwähnen und auch in dieser Folge sein lassen. Vielleicht kommt ja irgendjemand drauf. Irgendwas fehlt auf jeden Fall. Was anderes fehlt auch gleich, nämlich da ist nämlich die Axt gleich zu Ende. Ich hoffe, die reicht. Naja, die wird nicht mehr reichen. Das Holz müsste auf jeden Fall, ja, das war's. Das Holz müsste auf jeden Fall ausreichend sein, um dann da das,
die Grundmauern schon mal zumindest fertig zu bauen. So. Na komm. Und den letzten. Die anderen lasse ich da jetzt einfach stehen, das ist egal. Ich muss die Baumform ja nicht jedes Mal komplett abholzen. Aber die Äpfel sammle ich ein. So. Eben einmal kurz nachpflanzen. Auch schön, dass man die so auf Glas setzen kann. Zack, 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 bap, 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 baum. Ah, hier apropos, man sieht so ein bisschen, das sind so Grass-Slabs und Fake-Grass heißt das. Ich nehme mal eben einen von. Ah, Grass-Slab und die baut man aus Fake-Grass, also... Weil es die ja normal so als Slabs nicht gibt, die Grasblöcke, kann man die sich so ein bisschen craften. Und es ist dann doch so ein bisschen schöner hier, als irgendwie so Stufen hinzubauen einfach nur. Das sollte alles ein bisschen natürlicher belassen werden. Hatte ich letztes Mal schon fertig gehabt, habe ich nur nicht gezeigt. So, wollen wir doch mal die zweite Baustelle aufmachen. Ja, hier oben wird irgendwann noch ausgebaut. Da habe ich momentan aber nicht so Bock drauf. Ich würde lieber erstmal hier hinten dieses eine Häuschen mal bauen jetzt. Ah, reicht natürlich von den Materialien her nicht. Also ich brauche da irgendwie noch mehr. Mehr anderes Zeug. Da muss ich mal gucken, wie ich das mache gleich. Erstmal ein bisschen Holz. Na komm. So. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. So, 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 so. So, so. Na du nacktes Schaf. So, so. Na super. Na egal. Erstmal Holzverkleidung hier drumrum bauen. Den Rest hole ich mir dann gleich mal. Ah, müsste ich eigentlich von den Steinen auch noch welche da haben. Was habe ich mir hier? Hau mal ab. Habe ich mir hier so... wie hatte ich mir das gedacht? So habe ich mir das gedacht. Das dauert jetzt natürlich einen kleinen Moment. Ja, ich habe nämlich keine Axt mehr. Ich bin wieder top vorbereitet, wie sich das gehört. So. Und hier kommt auch noch zu. So, hier hinteres Fenster, das ist ja ein größer. Das ist aber soweit richtig. Aber den Baum, den lasse ich hier wahrscheinlich einfach. Ich meine, so schlimm ist es ja nun auch nicht. Sieht alles ein bisschen eingebetteter aus. Ich habe ja nur wieder Bock, ein Dach zu bauen, das ist alles. Wird natürlich nicht so extrem ausfallen wie das hier. Dieses komplette Haus hier. Es wird wahrscheinlich komplett in das Dach da oben reinpassen, aber hey, es muss auch Leute geben, die ein bisschen kleiner wohnen. Hier haut soweit hin jetzt, ne? Ja. Na, hier hinten noch nicht. Dann mal eben wegholen. Hochladen sollte jetzt ja nicht mehr 100 Jahre dauern. Von daher ist, glaube ich, ganz schön, weil die Dateigröße einfach kleiner ist. Ich habe das nochmal geguckt von der Qualität her. Das passt soweit. Also es ist völlig in Ordnung. Von daher nutze ich jetzt einfach die neuere, etwas andere Qualität. Ich hatte das ja auf Facebook auf der Seite kurz beschrieben, was da nun los war. Nein, ich brauche da nichts mehr. So, dann schauen wir doch mal, ob noch genug Holz da, ob noch genug Stein da ist. 11. Könnte ein bisschen knapp werden. Ah, hier habe ich ja noch ein bisschen. Was brauchen wir noch? Wir wollen den Bodenbelag mir mal anschauen. Ich meine, da gibt's ja so... Das ist neu. Okay. Ah ja, das ist der Mesemod. Der Mesekons-Mod. Ich habe das jetzt nochmal wieder... Oder hatte ich, glaube ich, schon mal gezeigt, dass es jetzt als Modpack nur noch drin ist. Warum auch immer, aber es ist wohl ganz cool. Muss ich auch mal irgendwann was mitmachen. Kohle ein bisschen holen. Ach, was soll's. Ich brauche einen Bodenbelag.
So. Und hier. Das wird wahrscheinlich so oder so nicht reichen. Hä? Kohle? Charcoal? Ach so, okay. Das geht nur mit dem normalen Kohleblock. Ach, scheißegal. Das kommt weg. Das kommt her. So. Ist vielleicht tatsächlich doch ein bisschen dunkel, aber ich glaube, das wird ganz... Okay. Ich glaube, das wird ganz hübsch. Ah, hier unten hin. Gut, das habe ich, das habe ich, das habe ich. Glasscheiben brauche ich noch für die Fenster. Die brauche ich dann so oder so wieder fürs Dach. Lass ich erstmal noch. Brauche noch ein helleres Holz. Ich brauche helles Holz. Wenn da irgendjemand eine Idee hat, bitte mal Bescheid sagen. Jetzt gehen wir erstmal kurz ein bisschen bauen hier. Das reicht jetzt. So. Alles dabei habe ich. Können wir hier nämlich zumindest schon mal die Grundmauern reinziehen und irgendwie den Boden auch schon mal machen. Habe ich natürlich weder eine Axt noch eine Schaufel mitgenommen, aber dafür sieht das einigermaßen gut aus hier. Ich habe schon wieder irgendwelche komischen Geräusche im Kopf. So, do. Ja, dann ist der Boden zumindest mal ein bisschen belegt hier, dann passt das dann auch. Vielleicht schneide ich diesen Teil, wo ich gesucht habe, auch einfach raus. Also spannend war es dann ja nun auch nicht. Ja, das war's. Hier mal eben kurz reinsetzen. Und ja. Mal gucken, wie wir das machen. Ich habe ja überlegt, ob man hier diese... Ja, dann wird das hier nicht mehr. Oder dann schaue ich mir nochmal an in Ruhe. So. Geht natürlich genau nur einmal hin. Das reicht natürlich nicht. So. So. Gehen wir mal hier in die Richtung. So, so. So. Ja. Seht ihr, ne? Top vorbereitet und wie sich das gehört. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall erstmal eine Schaufel. Jetzt gibt es erstmal ein bisschen Sand und dazu brauchen wir das Ding. Machen wir gleich mal zwei Schaufeln und eine Axt. Ne. Wobei, ich glaube, eine Axt. Nee. Dann habe ich mich bestätigt gesehen. Und zwar bei einem Hashtag, beziehungsweise einem Video zu einem Hashtag. Und zwar habe ich mich bestätigt gesehen in der Meinung oder in der Aussage, niemals, und damit meine ich niemals, in auch nur irgendeiner Art von YouTube-Netzwerk zu gehen. Und damit möchte ich dann meine Ausführungen zu diesem Thema beenden. Gut, suchen wir mal ein bisschen Sand. Erstmal ein paar Schafe nackt machen. Wäre natürlich auch eine Idee, die Decke irgendwie mit Wolle zu machen. Ja, aber mit Wolle bauen nur Loser. Das ist ein bisschen scheiße. Gut, machen wir erstmal die Schaufel klein hier und dann sollte der Sand auf jeden Fall ausreichend sein. Da. Ja, ist er wieder soweit, ne? Weihnachten und so. Ich feiere ja nun kein Weihnachten. Von daher geht der ganze Trubel so ein bisschen an mir vorbei. Und bin ich eigentlich ganz froh drüber, wenn ich mir so angucke, was so abgeht. Teilweise in der Innenstadt irgendwie Hacke an Spitze irgendwie laufen die Leute da durch die Straßen. Nur um ja noch irgendwie was kaufen zu können. Und weiß ich nicht, ob man das unbedingt haben muss. Im Supermarkt genauso. Ich war vorhin einkaufen, irgendwie dachte ich mir auch so, Alter, was ist hier denn los? Ist hier Schlussverkauf oder? Nee, es ist nur Weihnachten. Und, da ich ja nur nicht mehr an den Weihnachtsmann glaube, feiere ich auch kein Weihnachten. Fertig. Und
und deswegen ist es immer ganz amüsant, so den Leuten ein bisschen zuzuschauen. Das ist aber meistens so, aber wenn es einen nicht betrifft, findet man es immer ganz lustig. Ich denke mal, ich würde da anders drüber denken, wenn ich da irgendwie mittendrin stecken würde, aber da ich das ja nun nicht tue, kann ich mir das erlauben, da auch mir mal ein Späßchen mitzumachen. So, die Schaufel, die hält aber erstaunlich lang. Ich denke, der Sandvorrat wird für die nächsten Jahrhunderte reichen. Was ist da hinten denn? Ach so, ja. Ne, ist nicht vernünftig geladen worden. Ist aber eine kleine Wüste hier, ne? Was ist hier noch so? Da kann man auch nochmal irgendwann reingehen. Oh ja, aber die Wüste ist doch eher so ein bisschen Sand einfach nur. Gut. Sollte wirklich eigentlich reichen. Ich mache jetzt die Schaufel nochmal eben hin und dann sollte es das... Na, dann sollte es das gewesen sein. So, eine Schaufel verbrauchen und die andere, die ist dann eben für den Alltag. Ich habe eine Alltagsschaufel. Ja, so ist das, ne? Ich wollte übrigens anmerken... Ach, da laufen wir jetzt hin. Ich wollte übrigens anmerken, in dieser Folge bis auf ein paar Steinchen gesetzt wieder nichts geschafft. Weil die Folge, die ist nämlich jetzt gleich wieder rum. Mal zum Abschluss nochmal ein bisschen Glasscheiben setzen und dann baue ich irgendwann mal weiter. Oder nee, wisst ihr was? Ich mache eine Doppelfolge. Einfach mal so spontan jetzt eben beschlossen. Es geht jetzt einfach weiter. Ist ja nur auch bald dieses Fest, wo sich Leute alles Mögliche dann irgendwie schenken, was sie letztendlich gar nicht brauchen. Und von daher mache ich das genauso. Ich schenke euch beiden auch mal was, was ihr eigentlich gar nicht braucht. Und ihr kriegt jetzt einfach eine doppelt so lange Folge zur Feier des Tages oder so. Ich weiß es nicht. Einfach nur so. Das haut so weit hin, das haut so weit hin. Kriegen wir das Häuschen hier vielleicht doch noch fertig, wenn ich mich ein bisschen anstrenge. So, hier brauchen wir den Kram wieder. Hier können wir eigentlich auch mal zumachen. So. Es wird halt, wie gesagt, erstmal das ganz normale, standardisierte Farmhaus. Das haut jetzt hier natürlich nicht hin, weil Baum. Das jetzt hier natürlich so ein bisschen anders gebaut werden muss, weil das ja hier noch so eine Auskerbung hat. Eigentlich wäre hier ja zu. Ja, von daher wird man das dann hier gar nicht sehen. Wie machen wir das denn jetzt am besten? Gut, ich könnte natürlich auch einfach dann hier zubauen. Lassen wir das erstmal so, wie es ist. Hier lassen wir es auch erstmal so, wie es ist. Hier ist ja eh noch nicht fertig. Ein paar Fackeln könnten da hin. So. Ich hoffe, meine Festplatte ist nicht zu voll, dass ich das auch vernünftig hier aufnehmen kann. Sonst labere ich mir hier einen Wolf und fehlt nachher die Hälfte, ne? Wäre ja auch nicht so geil. Gut. Schade, dass das noch nicht geht. So, das ist hier, das ist hier. Also langsam nimmt es wieder Form an. Hier hin, zack, da geht's nicht, dahin. Keine Fackeln mehr. Oh, hier mal in die Vollen gehen. Ich brauche noch welche für Dings, Stein, Zeugs, Boden und so. Dahin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, fertig. Gut, beleuchtet ist soweit. Schritt 2, eben mal Sand holen wieder, beziehungsweise jetzt Glas abholen. Ja, doch, könnte aber hinkommen. Dann brauchen wir den anderen Schmonz hier ja auch noch. Da brauche ich Kobbel für, ne? Ja, das ist die Top-Vorbereitung 2014, fast 2015.
Übrigens habe ich neulich Kekse gebacken. Ich kann tatsächlich einen Ofen bedienen, sag ich mal so. Wollte jetzt gerade sagen, ich kann tatsächlich backen, aber das wäre gelogen. Dass die Hacke hält, das war auch gelogen. Ist leider so ein bisschen hart geworden. Also so steinmäßig waren die Kekse. Aber es waren Kekse. Echte Kekse. Sie waren halt hart. Aber harte Kekse, die von Herzen kommen, sind besser als keine Kekse, die nicht von Herzen kommen. So, 96, das sollte reichen. Dann brauche ich ja immer noch ein Material für die Decke. Ich glaube, ich mache die doch mit Sandstein. Das könnte ganz gut aussehen. Gucke ich gleich mal. So. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Zack. Ja, passt soweit. Natürlich wieder Unmengen an Sand für nichts verschwendet. Machen wir gleich mal ein bisschen Sandstone. Den Sandstone machen. Aber nicht den Desert Sand. Desert Stone. Nee, nee, nee. Machen wir mit dem normalen Sand. So. Sandstone. Gucken wir mal, wie der aussieht. Erstmal hier hin. Och, ja, doch. Doch, der ist in Ordnung. Ich glaube, den kann man nehmen. So. Ja, ein zu weit. Aber egal. Sudele. Ja, doch, der ist in Ordnung. Den kann man nehmen. Ach, na du Ratte. Zack, 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 zack. Ja, ist doch eine hellere Decke, ist dann doch immer noch ein bisschen schöner als dann irgendwie von der Farbe, von der Färbung her identisch dann mit der Wand oder irgendwie was anderes. Das ist dann immer nicht so ganz geil. Was brauche ich denn jetzt eigentlich noch? Diese anderen Steine? Das sieht dann aber von außen scheiße aus, ne? Ich glaube, da mache ich dann auch den Dingern hier dann zu. Ja, gucke ich mir gleich mal an. So. Zack. Doch, der Sandstein, der ist ganz hübsch. Ich glaube, das ist okay. Ist halt mit der Beleuchtung irgendwie nicht so richtig geil, aber kriege ich auch noch irgendwie hin. So. Erstmal ist wichtig, dass die Decke drin ist. Dann kann da nämlich das Dach dann auch vernünftig drauf. Gut, 34 Minuten. Eine normale Folge mit Überlänge. Nein, ich habe gesagt, Doppelfolge. Doppelfolge sind... Scheiße, eine Doppelfolge sind ja schon 40 Minuten. Ne? Kurz mal eben den Rest mit Erde zumachen. So ein bisschen das Dämmmaterial. Ich habe übrigens ganz schöne Schilder gemalt. Guck mal, einmal nach links und einmal nach rechts. Einmal die Erde und einmal ist Kies. Und wenn man reinguckt, oh, da ist Erde drin. Und wenn man hier reinguckt, oh, guck mal, da ist Kies. Oh. Ja, ne? Ist natürlich hier ganz schön, weil hier die Schilder ein bisschen mehr Platz bieten. Das ist halt vom Schreiben her so ein bisschen scheiße, aber ey, das ist okay. Dafür ist es farbig und man kann hier dann vernünftig dann auch Sachen draufschreiben. Bei Minecraft, da war es also ein bisschen eingeschränkt, was die Schilder anging. So ist schöner. Um es mal auf den Punkt zu bringen. So, dann kann man nämlich hier eine Leiter dran setzen. So. Na. Vier Leitern reichen, glaube ich, auch. Eins, zwei, drei. Und ach. Och, ey. Aber so ist auch schön. Vier. Gut, das kommt dann hier alles einmal zu. Hier ist ja von außen das Dach, was dann überhängt. Hier bleibt's offen.
Hier muss es auch offen bleiben. Hier ist ja der Giebel vorne. Okay, das ist hier, das ist hier. Da brauchen wir jetzt einmal von zu Hause Cobblestone, beziehungsweise den gebrannten Stein. Und diesen Stein hier. Warum auch immer das jetzt hier nicht gebrannt wurde. Ist mir damals zu Minecraft-Zeiten schon aufgefallen. Dieser Stein hier wird ganz gerne Smooth Stone genannt. Weicher Stein. Leute, Stein ist nicht weich, Stein ist hart. Das Zeug heißt einfach nur Stein. Bitte. Bitte, bitte, bitte beachtet das. Egal, was für Videos ihr macht. Bitte nennt dieses Zeug, egal welches Voxel-Spiel ihr spielt, nennt es bitte Stein. Einfach nur Stein. Dankeschön. So. Von diesem Stein müssen wir jetzt wieder Bodenbelag machen. Ja, der geht doch genau auf hier. So. Und einer ist für Umme. So. Bin gerade am Überlegen. Ich glaube, diese Folge wäre natürlich auch eine Idee, die aufzuteilen. In so zwei Folgen quasi. Teil 1 und Teil 2, dass es einfach so ein bisschen zurechtgeschnitten ist. In der Mitte einfach einmal durchgesäbelt und dann passt das. Wäre natürlich auch eine coole Idee, ne? Das wäre dann Teil 14, 14a und 14b oder sowas. Oder 14.1, 14.2, was halt gerade so in ist. Gut, das haut hin. Mensch, bis auf den vorletzten Stein. Nö, haut soweit hin. Ach, hier hinten wollte ich ja einen Ausgang machen. Das sage ich jetzt nicht nur so, damit ich die beiden Steine verbauen kann. Ich wollte hier tatsächlich einen Ausgang machen. Sonst hätte ich diese Ecke hier gar nicht angebaut. Und zwar ist ja hier hinten auch noch ein See. Ja, dass man von hier hinten quasi dann auch nochmal so ein bisschen ja, zu diesem See leicht rankommt. Stimmt ja. So wollte ich das machen. Dann hat man nämlich hier gleich so einen Angelplatz. Wie ist denn das Ding überhaupt? Oha. Oh ja. Mese, Mese. Das ist wahrscheinlich dieses Fake-Mese, was es da gibt. Das lasse ich einfach. Das haut nicht hin. Muss ich gerade kurz mal überlegen. Ach ja, es war ein weiter, ne? Es war hier außen, hier. So war es, genau. Ich erinnere mich wieder. Ist jetzt ja nun auch schon ein paar Tage her, dass ich das Ding hier mal gebaut habe. So, gleich ist er durch. Und dann sollte es dann auch wirklich dann so langsam gewesen sein, dass wir mal so langsam Richtung Ausgang gehen, sehr geehrte Kunden. Der Laden schließt in wenigen Minuten. Gut. Ja. So. Mensch, 40 Stück. Das sollte reichen, um da die Mauern fertig zu bauen. Glas habe ich auch noch dabei, da habe ich ja nun ausreichend von. Gut, hierhin, hierhin, hierhin. Plock. Da passt soweit. Machen wir hier auch noch zu. Das könnten wir hier eigentlich nur der Ordnung halber hier auch nochmal so machen. Ich weiß auch noch nicht, wie ich nachher dann hier die Aufteilung hier oben mache. Da habe ich jetzt ja nur ein bisschen mehr Platz. Also, das war die super Sonder extra lange, unnötig lange Mindtest-Folge für diesen Mindtest-Montag. Und wir sehen uns nächste Woche. Jetzt hätte ich fast wieder gesagt, danke fürs Zuschauen. Ich sag's trotzdem, danke fürs Zuschauen, bis nächste Woche. Tschö!